Mixture. Ich glaube, das Quarz sollten wir einfach erstmal lagern. Kommt hier Nickel hin. Hier kommt Glas und das lagern wir einfach erstmal. So. Gut, dann können wir hier einmal Nickel verarbeiten und der braucht Carbonmonoxid. Lerne in dem Spiel mehr über Chemie als im Unterricht, Habe ich wo ich auch nie irgendwie so ein aufgepasst habe. bisschen das Gefühl. Chemie war immer so ein langweiliges Fach. Langweilig. Ja. Boah, da war ich lieber im Physikunterricht. Und unsere Physiklehrerin war ätzend. Also, das war eine nette Frau, aber die war halt. Ich will nicht kaputt sagen, aber die war halt kaputt. Ein Stück mehr durchsetzen. Also Ja, Kameraden gut. haben im Physikunterricht laut Musik gehört. Er hat einfach nichts gesagt. Das war der einfach scheißegal. Na gut. Ist aber auch blöd. Ich hatte ja auch noch Physik im Abi, das war halt mega scheiße. Das ist tatsächlich nervig dann. Das heißt ja, Wahlpflichtfächer sind das ja, also Biochemie und Physik später im Abi, ja. Da darf man sich ja aussuchen. Und wo ich in der auf der Elternversammlung da war, war ja der Typ von den berufsbildenden Schulen bei uns. Und der so, ja, also eigentlich heißt es zwar Wahlpflichtfächer, aber ich teile euch zu, weil halt Lehrermangel ist. Ja, genau das gleiche Problem hatte ich auch. Ja, wir hatten auch, wir mussten Deutsch oder Mathe im Abi nehmen. Wir hatten keine andere Wahl. Und ansonsten waren unsere anderen Fächer auch super limitiert. Also wir hatten Also nicht viele Konstellationen an Fächern, die wir nehmen konnten. Einfach weil die Lehrer dafür nicht gegeben waren. ich hatte die Möglichkeit zwischen Deutsch oder Englisch und Physik oder Wirtschaft. Und das war's. Wir hatten ja nicht mal Wirtschaft. Ja, gut, es war halt ein Wirtschaftsgymnasium, wo ich war. Da wäre es ein bisschen peinlich, wenn die da keinen Wirtschaft unterrichten würden. So, das heißt, das kommt raus und das kommt raus. Also ich verarbeite Nickel auch noch nicht. Das wird gelagert und wird vergessen. Kriegen wir so wenig Hatte ich Eisen nochmal ran? alles im Abi? Aktuell, ja, die Maschinen, die laufen nicht wirklich gut. Hatte im Abi Mathe, Deutsch, Geschichte und Physik. Weiß ja nicht, was hier gerade noch läuft. Ach so, Tin. Brauchst du so viel Tin? Es läuft, glaube Wer ich, Haus ist? gerade einfach nur noch. Welche Fächer hast du denn, Tobi, im Abi? Ich hatte. Oh, Mist. So. Wirtschaft? Als Hauptfach mussten wir Informatik machen. Ja, gut, das war ja auch Als zu zweites erwarten. Mathe. Als drittes dann Deutsch oder Englisch. Oder zweites die Sprache und drittes Mathe, weiß ich nicht genau. Oder? Ja, wir müssen Deutsch oder Englisch. Aha. Als Luxus. viertes. Als viertes dann Informationsverarbeitung oder. Ja, genau, also das vierte ist dann quasi Informationsverarbeitung, als fünftes dann Wirtschaft oder Physik. Und das vierte oder fünfte konnten wir uns aussuchen, ob mündlich oder schriftlich. Also, eins von beiden mussten wir halt mündlich, das andere schriftlich. Und ein einziger hat bei uns Physik genommen. Also, Physik hatten wir normal auch noch im Unterricht, nur die Prüfung war halt dann am Ende. Hat auch bei uns nichts von den Fächern ausgemacht. Also, in das Fach, wo man geschrieben hat, hat eigentlich nichts ausgemacht. Aber auf jeden Fall hat dann quasi ein einziger Physik im Abi genommen, als Abschlussprüfung. Und deswegen mussten die gesamte Klasse Physikleistungskurs machen. Weil das halt der einzige war im gesamten Jahrgang, der Physik als Prüfung machen wollte. Wow. Ja. Aber im Nachhinein haben wir erfahren, im Prinzip war es der gleiche Stoff. Das Einzige war nur, dass er am Ende noch ein bisschen mehr Vorbereitung kriegt. So, ach, jetzt crafte ich schon wieder hier selber.
Ich habe mal eben dein Setup hier hinten ein bisschen verändert. Lass mal ein bisschen Eisen durchlaufen. Ja. So. Also normalerweise müsste er Eisen durchballern. Also, ich mach mal eins auf Zinn und die anderen beiden auf Eisen. Einfach weil wir halt momentan sehr viel Eisen brauchen, um voranzukommen. Ich hab schon auf Eisen. Ja, ich hab eins, lasse ich aber mal auf Zinn. Okay. Können wir nicht mehr von den Crystallizern bauen? Dafür müssten wir die Anlage hier drüben upgraden. Also ist jetzt die Frage, soll ich jetzt erst mehr Ressourcen oder mehr Strom? Wenn wir mehr Ressourcen machen, kann ich easy mehr Strom machen. Gut, umgekehrt, mehr Strom bedeutet auch direkt schon mehr Ressourcen. Das ist es halt. Ich würde sagen, verfolg du den Algenweg und ich produziere nebenbei die Solarpanels. Weil beides ist... Ja. Nur auf Solarpanels können wir halt eh nicht gehen, aber so tagsüber... Um Kohle anzustauen, ist das gar nicht voll verkehrt. Ja gut, müssen wir halt gleich die Forschung eben machen. Wenn du mal hier guckst, ne? Hier rote Tränke. Ja. Und in die andere Kiste grüne Tränke. Ich denke mal, ist ganz klar zu verstehen, aber... Ja, das kennt Tom von mir schon. Nur, dass ich das mit 500 Laboren gemacht habe. Ist normal, aber wir haben halt nicht die Kapazitäten dafür. So. Dann könnten wir jetzt... oder andersrum. Tom, willst du die grüne Algen machen? Was für ein Zeug? Die Algen. Was damit? Wir machen gleich eine neue Forschung, und zwar Green Alg Processing, und dann können wir Green Algen effizienter produzieren. Wenn du in eine Forschung reinguckst, ganz oben, ganz rechts. Naja, ich hab das schon. Mineralized Water und ja, Carbon. Das Mineralized Water, da kannst du halt nicht die Steinproduktion von hier oben abreißen, würde ich sagen. Und umbauen für das, was du brauchst. Ja. Und Algenproduktion musst du dann mal gucken, wie du das machst. Ich gehe davon aus, dass die Fließbänder nicht mehr reichen werden. Glaube ich auch nicht. Das heißt, wir müssten prinzipiell irgendwie direkt aus der Algenfarm in die Montagemaschine rein oder so. Aber kannst du ja ausprobieren. Ja. Muss mal gucken, ob das vielleicht irgendwie erstmal ein kleines Setup machst oder wie wir das machen. Oder du baust das hier unten, wo wir jetzt hier stehen, hin, neu. Und hier oben kann ich dann Sludge vernünftig herstellen. Ein Stück abreißen und das, damit genau. Wir jetzt eine Produktion haben, die steht. Nicht, dass das zu lange raus ist. Und dann... Ja, stimmt. So könnten wir das eigentlich machen. Dann mach du das und ich mach Stahl. Dann machen wir ohne Ressourcen dreifache Ressourcenverschwendung. Oder Verbrauch. Ist ja keine Verschwendung. Wäre schön, so. Wenn du danach erstmal das Solderer machen würdest. Oder soll ich das lieber erstmal weiter per Hand machen? Ich guck mal kurz, welches das war. Das ist eine Forschung, die kostet, ich weiß, das ist da 30 rote Tränke. Ja, ich will nur mal gucken. 20 sogar nicht. Du brauchst richtig Solder, brauchst du, oder? Genau, ich brauch. Okay, 6 Solder aus 40 davon. Acht wären 48. Hä, bin ich jetzt blöd? Warte mal. 240. Also 40 auf 240 hochgerechnet ist 8, oder? Nee. 6. Yes. Ja, 6. Ich kann nicht mehr rechnen. Okay, das heißt, wir kriegen 36. Du musst rechnen. Ja, wir kriegen 36 Solder aus 12 Lead und 12 Tin. Wenn wir das damit machen. Oder aus 12 Lead-Platten und 12 Tin-Plates, dann würde ich das darüber eher machen, davon mal abgesehen. Ist halt ein bisschen einfacher gerade reinzupacken, dann brauchen wir nur manuell reinschmeißen und fertig. Das heißt, aus Kopfrechnen gerade. So, nochmal. Wir kriegen
Ach, das Solder Mixer machst du eh schon, oder? Das mach ich im Inventar. Hat wer noch elektrische Schaltkreise? Oder Circuit Boards heißen die? Ich kann dir die Boards geben. Ja, die habe ich auch ein paar hundert, glaube ich, ja. Ja, ich habe 600, aber... Ja, wobei, doch, ich kann dir 200 also geben. Richtige elektronische Schaltkreise? Ja, ja. Wie viele? Vier, oder? So was, hallo? So... Hier oben in der Chest liegen noch fünf. Bring die raus. Das heißt, aktuell machen wir eigentlich... Chest. Ach nee, das ist das Falsche, was brauchst du denn hier? Jeweils ein... Ach, ich brauche ein elektronischer Schaltkreis. Ist das doch, oder nicht? Okay... Ja. Hier oben drinne. Ah, jetzt. Ansonsten, wenn du mehr brauchst, sagst du Bescheid. Ich kann den machen. Das ist ja das, was ich gerade die ganze Zeit am machen bin. 10 Solder. Bobby, kann man keine Crafting Card an sich anschließen, sodass wenn man nichts craftet, einfach Briketts craften kann. Leider nicht. Schön. Stimmt, aber ich kann mal eben craften nebenbei. So, also wenn ich es gerade richtig sehe, können wir statt jeweils eins, also ist halt immer das gleiche Verhältnis Kupfer und Zinn, statt 1 zu 1 können wir 4 zu 6 draus machen. Wenn ich es gerade richtig sehe. Das würde also zumindest schon mal etwas bringen. 12 Lead Ingot machen wir zu 120 davon. Okay, das ist das gleiche Verhältnis aktuell. Ja, das heißt, jetzt können wir aktuell, wenn wir das Solder jetzt mal holen, also hier, können wir einfach die Lead- und Zinnplatten manuell reinpacken, kriegen genau das gleiche bei raus. Später lohnt es sich mehr, die Ingots wirklich zu nehmen, also diese, die aus dem Blastfurnace quasi rauskommen. Apropos, dann darf ich den Kram ja jetzt auch wieder bauen. Ich brauche Stahl. Machen wir eigentlich mittlerweile einen kleinen Teil zumindest über Solar? Wir machen sogar vergleichsweise viel über Solar. 4 das ist zu doch nicht 6. So, Solar ist nicht so teuer. Das Einzige ist halt, ich warte auf die Widerstände. Wenn ich dann eine zweite Maschine vermachen würde, ein bisschen mehr Stahl und Eisen haben würde, könnte ich das so schnell hochziehen, dass wir genügend haben. Ja. Was meinst du damit, Kevin? Hier zu 6 kannst du runterkürzen auf 2 zu 3. Um es besser vorzustellen. Ja. Also ich wenn nur das damit auf, gemeint das war, dann... Dass er das meint. Ja. Waterproof? Tom? Braucht man ja nicht... Du brauchst Mineralized Water. Ja, und Purified Water für Carbon Dioxid oder wie das heißt. Ach so. Okay, ja. Brauchst Carbon Dioxid? Ja, mach ich aber schon. Kannst aber Liquefier einfach direkt mit Kohle machen. Ja, hätte ich auch gerade gedacht. Habe ich ja schon hier oben. Ja. Also. Ist vielleicht ein bisschen einfacher. Machen, aber ich glaube, das ist mit Kohle halt wesentlich einfacher. Kann es sein, dass du Carbonmonoxid machen wolltest? Nee. Weil ich finde, kein Carbon-Dioxide-Rezept. Was mit Purified Water läuft. Ach doch, da. Gut, das können wir aber noch nicht, davon mal abgesehen. Ja, egal. Also, am besten einfach kurz eben fragen, wenn du irgendwas hast. Ich frage mich ehrlich gesagt, wo das Purified Water hierher kommt. Achso, produziere ich hier selber. Ah, okay, ja gut. Das war einfach nur mit der Kürzung. Okay, ja. Also 2 zu 3 statt 1 zu 1. Machen wir halt ein bisschen mehr mit. So, und jetzt wollte ich ein Warehouse bauen. Kann ich nicht. Oh, 50 Stahl.
Und 100 Eisenplatten. Lohnt sich nicht. Aktuell nicht, nein. Dann nehmen wir erstmal einen Greifarm. Zack. So, ihr braucht doch Carbonmonoxid? Nö, Carbondioxid. Für grüne Algen. Du hattest aber eben auch irgendwas mit Carbonmonoxid gesagt. Ja, ich dachte, Carbonmonoxid macht man damit, aber... Ich bin gerade verwirrt. Mehr als eh schon. Das Fleck reicht nicht so ganz aus. Sehe ich auch gerade. Ich hätte es halt einfach so rumgemacht. Ja. So am Ruhe. Für die eine Schmelze. Ach so, ja, aber schmelzen wir aktuell nicht mehr. Also Nickel schmelzen wir gerade nicht mehr ein. Lohnt sich noch nicht. Weil brauchen wir halt noch nicht wirklich. Ich frage mich jetzt nur gerade, wo das eigentlich geblieben ist. Hat jemand was von euch vom Band genommen? Was? Was denn? Nickel oder irgendwas? Weil hier fehlt ein bisschen was auf dem Band. Soll ich mir eine Steine holen? Greifarme kommen nicht hinterher. Wann können wir irgendwie Greifarmkapazitäten forschen? Glaube ich noch gar nicht so wirklich. Ach, ja. Ja, doch. Dann kann man das doch hier. Ja gut, brauche ich erstmal. So. Ja, dann mal gucken, ob das Slack irgendwann mal reicht. Wäre eigentlich ganz nett, wenn das mal reichen würde. Boah, ich bin gerade echt so verpeilt. Ah, schlimm sowas. Gut, Warum haben wir eigentlich nur eine einzige Verbindung an Strom von A nach B? Weil wir es können. Merke ich schon. Oh. Vielleicht habe ich den gerade ein bisschen überlastet. Kann ich eigentlich die Boards craften und was brauche ich dafür? Die Boards, dafür brauchst du die Brown Alk. Ich kann aber gerne auch nochmal wieder einen ganzen Schwung was craften. Was muss ich denn damit machen? Im Inventar haben und dann Bioprocessing. Letzte Reihe, zweites. Diese komische Zellulose-Pulp. Okay, was mache ich damit? Und dann kannst du die Boards damit craften. Das Problem ist, das Papierrezept ist irgendwie verbuggt. Ja. Keine Ahnung, das ist in jeder Version bei mir schon so drin gewesen. Man kann das nicht auto-craften. Ach, ich hab 1500 Papier auf einmal. Das hab ich dir grad gegeben. Dankeschön. Okay. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier langsam die besseren Fließbänder benutzen. Oh. 300 Eisen? Ich habe eine dreistellige Zahl an Eisen im Inventar. Auch. Oh, kriegen wir mittlerweile so schnell was ran? Da halt bunkert er das nur. Wo soll ich mir das herholen, das Crushed Zone?
Wofür brauchst du Crushed Stone? Für Mineralized Water. Achso, von hier oben die Anlage kannst du quasi abzwacken. Weil sobald deins ein bisschen besser läuft und so weiter, dann wird das hier eh alles weggerissen. Und unseres vernünftig läuft. Also meine Anlage da drüben. Weil wir machen hiermit aktuell eigentlich nur Eisen. Da waren 400 Eisen drin. Ja, das ist halt aktuell nett. Aber brauchen wir halt eigentlich nicht. So. Lass dir was einfallen. Herzlichen Glückwunsch. Hä? Ach, ich hab jetzt... ja, toll. Ich habe jetzt zwischendurch zu viel, also extra was reingelegt und ich wundere mich, warum hier, wie heißt's? Warum das überläuft, wenn ich da was extra reinlege. Ah. Intelligenz lässt grüßen. So, noch ein bisschen. Oh, ich habe keinen... Ich habe tatsächlich keinen Zinn mehr gehabt. Tell me more. So, jetzt läuft's alles wieder. Wunderbar. Gut. Problem ist, es ist wahrscheinlich nicht gut, wenn wir gar keine Ressourcen gerade mehr kriegen. Das heißt, im besten Falle sollte ich es so bauen, dass wir durchgehend Ressourcen noch kriegen. Entweder das oder du hast genügend Ressourcen im Inventar. Sehe ich so aus. Dass du es fertig machen kannst. Wovon träumst du eigentlich? Von meiner Freundin. Du? Von 1 Million Euro. Bringt mir mehr. Als geldgeiler Typ. Ja. Seitdem du 7 Follower hast, bist du ja nicht mehr wieder zu erkennen. Ja. Dieses niedere Volk. Ach shit, ich hab keine Eisen mehr. Das ist die Standardaussage. Ich brauch Steine. Ich habe 333 Stück. Darf ich welche haben? Nur wenn du Stahl produzieren lässt. Oh. Ja, mach ich. Stopp. Ein Stahl. Nee. Ich hab wirklich recht viel reingepackt. Ich tue dir die Steine direkt neben meiner Montagemaschine in die Chest rein. Ja, danke. So. Gut, dann habe ich das schon mal ein bisschen schöner gebaut. Gut, hässlicher geht auch kaum noch. Wieder 81 Eisen. Wunderbar. Dann Filtration Unit. Wie viel bauen wir mal? 5 Stück. Dann sollten wir noch so 8 von denen mehr bauen können. 3, 4, 5. Shit. Landaufschüttung. 1100. Jo. So. Ich habe auch noch 700. Wo brauchst denn du? So, hier zur Seite. Ich baue ein paar, also ich mache die Anlage ein bisschen größer. Auf welcher Seite? Rechts, links. Links. Wie weit? Da hinten sind überall Würmer. Ah. Noch 2 Blöcke mehr. Bin dann nach oben hin. In Zutter-Capacity. Wir könnten Ore-Sorting 2 machen. Irgendjemand nervt mich auf WhatsApp. Dinger sind schneller. So. Ja. Okay, da. An eine Sache habe ich nicht gedacht. Wir müssen ja auch irgendwie die Fließbänder hier hinkriegen. Ups. Warte, ich helfe dir. Ich nehme mal das ganze Eisen, sodass du es nicht benutzen kannst. Ja, wollte ich gerade sagen, du klaust mir jetzt das Eisen.
Und Tom, wie weit bist du? Kommst du voran? Ja. Du hörst dich echt die ganze Zeit so übermotiviert an. Ja. Cool. Schlimm sowas. Gut, dann müssen wir das hier. Wie war das? Freude ist nur ein Mangel aus Information. Ja. Nico Semsrott. Ist er jetzt eigentlich noch im Parlament oder was ist da jetzt? Er ist im Parlament. Nico Semsrott. Wenn da irgendwas passiert ist, habe ich das nicht mitbekommen. Der wurde doch direkt ins EU-Parlament gewählt. Ja. Soll da irgendwas passiert sein oder wie kommt es jetzt darauf? Also ob da irgendwas Interessantes gibt, so nach dem Motto. Er ist der grünen Fraktion beigetreten, aber das ist schon was länger. Na gut, ne, das wusste ich doch auch noch nicht. Ja, da kannst du ein bisschen schneller deine Teile bauen. Electronical Assembly. Du bist aber eine andere Maschine, oder? Ja. Ich habe kein Eisen. Wir können auch hier Basic Crafting 4 machen. Ja, natürlich. Wir haben so viele Ressourcen. Warum bin ich da nicht selber auf die Idee gekommen? So. Oh, ich brauche noch mehr Greifarme. Also ich würde ja super gerne die ganze Zeit nebenbei den Kram craften, aber ich muss so oft immer wieder irgendwie Kleinigkeiten craften, dass es halt extrem nervig ist, das zu unterbrechen. Die Assembling-Maschine ist wesentlich kleiner, Tobi. Ja, die ist auch nur 2x2. Aber die soll auch noch schneller sein. Ja. Aber nur bei den Schaltkreisen. Ich weiß nicht, ob die Dinge damit zuzählen, die du da hast. Nee, das ist beides 4 Sekunden. Egal. Das Rezept ist das gleiche, aber die Herstellgeschwindigkeit ist 1 statt 0,5. Okay. Also, die Maschine an sich ist schneller, aber nicht das Rezept. Das Rezept ist immer gleich in jeder Maschine. Ist ja voll klar. Ja. Erstmal dir Eisen klauen. Wundert mich nicht. Ja, toll, jetzt brauche ich auch noch so eine Electric-Ding. So, du sollst uns die Filter fertig machen. Am besten lassen wir die Schaltkreise auch mal autocraften. Ja. Müssen wir aber erstmal das Material für haben. Wenn du mal überlegst, das ist jetzt der dritte oder der vierte Factorio-Stream? Wir sind immer noch nur in Ressourcenproduktion. Also, oder ist es überhaupt schon der dritte? Ja, doch, muss sein. Der dritte ja. Ist es auf jeden Fall. Ja, muss sein. Ja, wie mache ich das denn jetzt einigermaßen hübsch? Auf einfacher Geschwindigkeit. Auf normaler Geschwindigkeit spielen wir. Wir wären ja schon alt und grau, bevor wir hier mal irgendwie was gerissen haben. Das sowieso. Gut, wir sind aber auch verwöhnt. Wir bauen immer alles größer auf, als es eigentlich sein muss. Also ich glaube, hier muss man wirklich so groß bauen. Ja, gut. Wir hätten schon wesentlich mehr, wenn wir unseren Strom hätten effizienter genutzt. Ja, wenn wir halt früher vielleicht die grünen Algen oder sowas angefangen hätten. Nicht unbedingt angefangen. Mehr Maschinen bringen halt nichts, wenn alle wenig Strom haben. Ja. Denke ich, wie viel Charcoal das frisst? Eins. Also, ich hab's gegengerechnet. Ja, für. Nicht eins. Ja, aber. In einem Durchlauf macht man 50 aus einem Charcoal, man braucht 80 für 50 Gramm. Genau, aber ich hab's gegengerechnet. Für ein Charcoal, die wir reinschmeißen, bekommen wir 5,6 oder sowas wieder. Also wir kriegen Charcoal Plus. Da habe ich extra drauf geguckt. Was ich nicht mit reingerechnet habe, ist natürlich der Aufwand für Purified Mineralized Water. Aber das müsste man dann halt nochmal gucken.